Der Pate für die letzte Konsolengeneration war zwar kein GTA, dennoch aber ein solides Actionspiel, mit dem vor allem Fans der Filme aufgrund des Mafia-Flairs durchaus ihren Spaß hatten. Nun erscheint im April der zweite Spielableger, den wir uns für euch schon mal etwas ausführlicher angesehen haben. Die Geschichte des Spiels beginnt zum Jahreswechsel 1958-59 in Kuba. Die Corleone-Familie feiert ausgelassen ihre Machterweiterung, bekommt dann aber recht schnell die Auswirkungen der Revolution zu spüren. Auf der Flucht wird der Don von einer tödlichen Kugel erwischt. Die Familie entscheidet später dann, zurück im vergleichsweise sicheren New York, dass ihr die Nachfolge übernehmen sollt. Eure Aufgabe ist es nun, den Einfluss der Familie in den Städten New York, Miami und Havanna aufzubauen bzw. zu stärken, als eigener Don. Und damit ihr die Aufgabe auch meistern könnt, stellen euch die Entwickler den sogenannten Don's View zur Verfügung, mit dem ihr euch die komplette Stadt aus der Sicht eines Dons ansehen könnt. Die Karte verrät euch, welche Geschäfte und Einrichtungen von welcher Familie kontrolliert werden. Ihr könnt Etablissements rivalisierender Familien mit einer Bombe in Brand stecken oder Mitglieder eurer eigenen Familie den Auftrag erteilen, ein Geschäft zu übernehmen. Lustiger und viel spannender ist es aber, das selbst zu tun. Wir setzen uns einen Wegpunkt auf das Baustellengelände, schnappen uns ein paar Familienmitglieder und mischen die Wachen mal kräftig auf. In einem Verwaltungsgebäude etwas abseits der Baustelle finden wir dann den Chef der Baufirma, den wir mit etwas Fingerfertigkeit und Köpfchen davon überzeugen, dass er seinen Gewinn doch lieber an uns als an die Konkurrenz überweist. Haben wir das geschafft, platzieren wir einige Wachen am übernommenen Ort, damit der auch einigermaßen vor gegnerischen Attacken geschützt ist. Die frei begeh- und befahrbaren Städte entsprechen natürlich nicht dem Umfang ihrer realen Vorbilder, sind aber durchaus wiederzuerkennen und spiegeln auch den Flair der Zeit wider, was vor allem am Kleidungsstil, rumlaufenden Personen und den Autos auszumachen ist. In der deutschen Version könnt ihr im Gegensatz zur resteuropäischen Fassung unbeteiligte Passanten weder überfahren noch in irgendeiner Art und Weise angreifen. Ob es weitere Einschnitte geben wird, ist bislang noch unbekannt. Grafisch erinnert das Spiel bisher sehr an vergleichbare hochskalierte Last-Gen-Titel. Dafür bietet es aber eine der meiner Meinung nach schönsten Explosionen.